Ja, hallo liebe Leute, ich glaube, hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Schamanen-Let's Play. Wir sind das letzte Mal noch stehen geblieben, hier im Jadewald. Hier sind echt viele Leute am Questen, währenddessen ich hier gerade alles ready mache. Ich kann mein Interface nicht einschalten. Währenddessen ich hier alles ready mache, läuft hier in einer Tour irgendeiner dran an mir vorbei. Ist echt, da ist schon wieder einer. Ist echt bemerkenswert, dass so viele in Pandaria questen. Ich meine, es hat weniger Zonen als Classic, also. Ich meine, weniger Zonen findet man dementsprechend immer Leute. Egal. Wie immer, wenn ihr mir Briefe schicken wollt, die Briefe sind ein bisschen eskaliert gerade, aber wenn ihr mir Briefe schicken möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne tun, könnt einfach auf dem Server Rexa oder leeren Charakter stellen und an den guten Galadro schicken auf Seite der Allianz natürlich. Dann fliegen wir hier gleich mal durch, dass wir die Briefe alle abhaken hier. Unbekannt, WoW Classic, hallo Xiami, glaubst du es kommt nach WoTLK noch Kata Classic und so weiter? Ich denke sie machen es nett, weil die sonst alle neu rausbringen müssen. Ich bin auf deine Antwort gespannt und wünsche dir noch einen spannenden Tag. Sie haben bereits darauf in einem Interview geantwortet und sie schauen einfach in WoTLK, was sie für ein Feedback von der Spielerschaft kriegen. Das heißt, wenn ihr der Typ Spieler seid, der extrem auf Classic steht, gebt ihnen Feedback auf Twitter, im Forum, wo auch immer. Sie schauen, was sie dann als nächstes machen können. Vielleicht Cutter mit neuen Features oder anderen Features. Einfach da, wenn man sich dafür interessiert, ein bisschen dafür einsetzen gerade. Bloodex, Legion, versteckte Artefakt-Skins. Hey, Xiami, ich hatte eine Frage zu den versteckten Artefakt-Waffen-Skins. Und zwar, kann man die in Shadowlands noch farmen oder waren die Legion-only? Die kann man noch farmen. Wenn ja, was benötigt man dazu? Nur den Base-Artefakt-Skin. Weil in deinem alten Guide meintest du, man braucht Artefakt-Wissen-Stufe. Gibt's nicht mehr. Den Ruf braucht man nach wie vor. Ist aber, glaube ich, nicht mehr aktuell. Ich finde die Drachenechse vom Fury Hammer, aber hab zu Legion nicht gespielt. Ich habe gerade erst ein Video dazu hochgeladen. Hast wahrscheinlich eh schon gesehen, wenn ich das hier beantworte. Aber das sollte dir dabei helfen, das frei zu spielen. Wie gesagt, die Wissensstufe gibt es nicht mehr, alles andere ist komplett gleich geblieben für die Skins. Du brauchst halt nur den Base-Skin zuerst, aber das erkläre ich im anderen Video. Einfach das aktuelle Video anschauen, was ich vor kurzem hochgeladen habe. Da war was. Let's Play. Hey Xiami, würdest du als nächstes einen Ork-Krieger-Let's Play machen? PS feiert dich und deine Videos, mach weiter so und ich habe schon viel von dir gelernt. Die Let's Plays mache ich immer einmal durch, ich mache nicht mehrere auf einmal, das haben wir einmal getried, aber das ist dann, irgendwie kommt es da ein bisschen durcheinander. Wir bleiben da erstmal nur bei einem Let's Play und werden das wieder ganz normal beenden und dann werdet ihr wieder dafür abstimmen, was als nächstes kommt. Den Krieger hatten wir aber schon, es sind noch ein paar andere Klassen offen, die wir dann wahrscheinlich als nächstes ansehen. Frage zum Demon Hunter. Hey Xiami, ich habe kürzlich mit dem Demon Hunter angefangen und ich wollte mal wissen, was die beste Verstärkungen sind. Secondary Starts meinst du? Wenn ich mich nicht täusche, ist Tempo auf Platz 1 und Vielseitigkeit auf Platz 2. Ich lasse mich aber gerne ausbessern. Ich bin nicht ganz beim Demon Hunter drin. Ich persönlich spiele Demon Hunter nur im PvP und da ist Tempo auf Platz 1 bzw. Vielseitigkeit auf Platz 2. Aber ich glaube, es ist im PvE das gleiche. Nairo, Nostalgie in WoW. Jo, Nairo, was geht? Erstmal möchte ich mich auch mal im Let's Play für deine geilen Streams bedanken. Bleib so wie du bist. Zu meiner Frage, du sagst immer wieder, dass dir jede Expansion gefällt, aber nur rein von der Erfahrung und den Erlebnissen, welche Erweiterung hat dir am besten gefallen und du kannst du vielleicht etwas darüber erzählen? Und welche Dinge in WoW würdest du ändern oder anders gestalten, wenn du könntest? Sei es Gameplay, Lore etc. Liebe Grüße, Nairo aka Thomas. Vielen Dank für den Brief. Da gehen wir nachher drauf ein. Ich muss mir den Brief kurz mitnehmen, sonst vergesse ich wieder drauf. Vielen Dank, gehen wir gleich drauf ein. Sind jetzt ein bisschen viele Briefe, ich schaue, dass ich da ein bisschen durchspeeden kann gerade. Kutta, WoTLK Classic. Hey Xiami, erstmal danke für deine Videos. Ich habe ein paar Fragen zu WoTLK. Ihr spielt auf dem Server Everlook. Genau, für alle, die WoTLK Classic dann interessiert, ich persönlich spiele auf dem BVE-Server Everlook auf Seite der Allianz. Wenn ich jetzt dort einen Charakter level, kann ich mich dann mit dem Release entscheiden, ob ich in DPC bleibe oder in WoTLK wechsle. Gab es in WoTLK gutes Gear von Berufen? Also lohnt sich Berufe mitzunehmen. Es lohnt sich schon halbwegs, aber hauptsächlich in WoTLK bei den Berufen wegen den Verbesserungen. Zum Beispiel Schmied kann zwei Sockelslots, einmal auf den Handschuhen, einmal auf den Armschienen hinzufügen. Ingenieurskunst wäre der zweitbeste Beruf, der hat nämlich eine Verstärkung für einen kurzen Tempobock oder die Raketen, die man schießen kann im PvP. Ansonsten für WoTLK selber. Sie haben schon in einem Interview gesagt, dass bei den Classic-Servern zu wenig Leute draufgeblieben sind, dass sie wahrscheinlich nicht vorhaben, die DBC-Server weiterlaufen zu lassen, sondern die DBC-Server werden einfach zu den WoTLK-Servern. Aber einfach abwarten, bis es soweit ist, werden sicher nochmal irgendwo ein Blue Post rausballern. Kutta, neue verbündete Völker. Hey Xiami, zwei Fragen habe ich noch. Glaubst du, es kommen in nächster Zeit neue verbündete Völker? Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie gerade noch vorhaben, neue Völker einzufügen, außer halt die Drachen, die jetzt dann mit dem nächsten Add-on kommen. Gibt es ein Transmog-Set wie
eine Sturmwindwache auszusehen. Ja, das gibt es aus der Garnison für Allianz. Dort kannst du die Kaserne, glaube ich, war es, bauen. Könnte mich ausbessern, wenn ich mich gerade vertue, aber wenn man eine Kaserne baut, dann kann man die auf Stufe 2 oder 3 ausbauen und dann gibt es dort so Fragmente, die man sammeln kann und dann kann man sich dort die Rüstung freischalten drüber. Luther, ist das dasselbe jetzt? Hey, Xiaomi, in deinem Stream ist mir aufgefallen, dass immer wieder Leute die Gruppe verlassen. Was genau hat es damit auf sich? Das sind sogenannte Serverhopper, das heißt, die sind in Serif Mortis und schauen gerade, ob irgendwas up ist, ein Rare up ist, ein Plan up ist zum Looten, was auch immer. Und die joinen dann gerade, momentan ist es extrem schlimm, die joinen dann die ganze Zeit in Gruppen rein einfach, weil ich unter zum Beispiel benutzerdefiniert aufmache und dann liefen sie natürlich wieder raus, weil sie nur was schauen wollten gerade. Wo bekommt man jetzt Reittiere der Untoten oder der Nachtelfen? In Sturmwind und in Orgrimmar. In Orgrimmar auf der Mauer, wo man reinkommt, ganz oben. Und in Sturmwind, dort, wo die Botschaft der Allianz ist. Weißt du, welche Volksreittiere auf Allianzseite den Hordenreittieren entsprechen? Humans, den Orks. Dann, was haben wir noch? Untote, glaube ich, den Nachtelfen. Taure, glaube ich, den... Taure den Zwergen? Ansonsten weiß ich es gerade nicht. Muss man sich sonst zusammenreiben. Im Raid als Heiler, zum Beispiel Time Walking, teilt man sich auf oder heilen einfach alle darauf los. Wenn du in einem guten Raid bist, wird es entweder eingeteilt. Wenn du halt in der Raid-Gruppe bist, wird es entweder eingeteilt, wer was heilt. Oder es kommt auf deine Klasse drauf an. Zum Beispiel manche Klassen sind besser im AOE-Heilen. Holy Priest, ein Heal Druid sind besser, oder ein Disci Priest sind besser in AOE-Healing. Ein Holy Parler zum Beispiel ist besser im Single-Target-Throughput, was er halt bringen kann schlussendlich. Da könnte man sich sonst ein bisschen drauf fokussieren. Gleich zum Beispiel Heal-Schamane hat auch extrem starken AOE-Heal. Ralf, Kampfhaustiere. Hey, Xiaomi, deine Videos und Streams sind super, auch wenn ich selten live dabei sein kann. Versuche ich alles nachzugucken. Kannst du mir vielleicht kurz eine grundsätzliche Einweisung in Pet Battle geben? Welche Pets sollte man sich als Anfänger holen? Wie genau sollte man vorgehen, wenn man das Ganze neu anfängt? Welche Pets sind stark? Gibt es noch einen alten Dungeon oder Raid, in dem man halbwegs gut Gold farmen kann? Eher weniger mit Gold. Kann man die BFA-Szenarien zu den Nachtelfen und Untoten noch spielen auf Max-Level? Yes, die kann man noch. Das sind die Kriegsfronten, die kann man nach wie vor spielen. Ich org die auch ab und zu mal im Stream. Ansonsten für Pet Battle selber gilt einfach der Quest-Reihe folgen. Ansonsten, wenn du eingibst, glaube ich, Xiaomi Achieve It Pet Battle, dann sollte ein Video kommen von der Achieve It-Serie. Da habe ich nämlich eine Folge rein Pet Battle gewidmet und da wird das ein bisschen besser erklärt, dass ich es jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle im Video machen kann. Aber im Allgemeinen gilt einfach, nimm die Pets, die dir gerade gefallen, weil im Pet Battle, wenn man das halt mehr machen möchte und alle Achievements und so weiter holen möchte, dann okay, jetzt ist das hier zugegangen, dann muss man so oder so, so gut wie alle Pets holen, damit man dann schlussendlich die späteren Bosskämpfe, die es halt gibt in Legion und so weiter, damit man die alle schafft, braucht man ein relativ großes Repertoire an Pets, die man sammeln kann. So, mit den anderen Briefen machen wir gleich weiter, keine Sorge, sobald wir irgendwo wieder einen Postkasten finden, jetzt werden wir erstmal questen und nebenbei, schauen wir nochmal ganz kurz, ich habe schon wieder die Frage hier vergessen, aus alten Erfahrungen von vergangenen Expansions, ich meine, prinzipiell bin ich jemand, ich habe keine Favoriten-Expansion. Es gibt in jeder Expansion immer irgendwas, was für mich halt rausgestochen ist, was ich gerne gemacht habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel random beantworten würde, Classic hat mir damals einfach gefallen, weil es halt mein allererstes MMO war, das ich aktiv gespielt habe. Burning Crusade hat mir die Raids unglaublich Spaß gemacht. In WoTLK habe ich anfangs geradet, dann habe ich auf Hardcore PvP geswitcht. Dann in Cataclysm habe ich fast nur PvP gespielt. In Mists of Pandaria habe ich wieder mehr PvE gespielt, weil ich kaum Zeit hatte, um PvP zu spielen, also so casual-mäßig. In WoD habe ich auch nur so casual-mäßig ein bisschen gespielt, also für meine Verhältnisse casual-mäßig, hauptsächlich Achievements farmen und Co. Und dann mit Legion habe ich wieder mehr angefangen, halt ein bisschen mehr Hardcore den ganzen Stuff zu farmen. Also ich habe so in jeder Expansion eigentlich sehr, sehr coole Erinnerungen, an die ich mich gerne immer wieder erinnere. Zum Beispiel in Cataclysm war das. In Cataclysm hatte ich einen Pimtwink. Ein Pimtwink war halt ein Level 60er Charakter. Das war ein Level 60er Paladin mit Full Rank 14 Set und Sulfuras und so weiter. Und halt bis Trink jetzt, also komplett best in Slot equipped für Level 60 halt. Und ich habe dort gerne auf diesem Bracket halt dann PvP gespielt und habe natürlich auch World PvP und so weiter gemacht, waren damals auf Equin auf dem Server und habe da gerade in Silithus irgendwie random Sachen gefarmt und als ich dann in Silithus am Farmen war, habe ich dann random so einen Magier gesehen und den Magier habe ich halt umgeballert halt, war ein Horden-Mage und als ich den umgeballert habe, da hat es nicht lange gedauert, so ein, zwei Mal habe ich den gekillt, dann hat es nicht lange gedauert, dass er auf den Main umgelockt hat und dann hat er mich umgehauen. Dann habe ich auf meinen Main umgelockt, dann habe ich ihn umgehauen, dann kam von seiner Gilde
wieder einer ran. Dann haben die mich gegankt. Dann habe ich von meiner Gilde wieder wen geholt. Und das wurde immer größer und größer, bis es irgendwie so ein 10-vs-10-Schlacht war mit irgendwie, ich weiß nicht, das ging glaube ich irgendwie 2-3 Stunden. Am Ende haben wir sogar noch gechattet mit denen. War mega nice, Alter. Alle hatten mega Spaß, weil mega coole Erfahrung. Gleiche zum Beispiel auch, ich mag zum Beispiel die World PvP Erfahrungen mache ich immer am liebsten. Das gleiche war zum Beispiel Battle for Azeroth, war erst vor kurzem noch. Battle for Azeroth haben wir ebenfalls World PvP Achievements gefarmt, waren sogar ab und zu im Stream, ab und zu Offstream. Und als wir das einmal im Stream gemacht haben, haben wir auch, da waren wir 5 Leute, weil wir halt die Achievements gefarmt haben und halt den Attentäter-Buff und alles haben wollten, durften wir nicht mehr sein. Und dann kam halt auch einmal, dann haben wir ein paar gegankt, die Alis haben halt immer mehr und mehr rangeholt und dann waren halt irgendwie auf einmal war es halt 5 gegen 20 oder 5 gegen 30 Leute, teilweise konnten wir uns noch kurz behaupten. Und dann haben sie uns halt umgehauen, dann kam halt irgendwie so ein kompletter Zerg auf, der halt dann auf einmal in den Stream reinkam, von wegen, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass du so einer bist, weil ich die halt im World PvP gekillt habe und so weiter. Das werde ich auch nie vergessen, mehr oder weniger. Und dann ansonsten natürlich so alte Stories, was halt so random passiert ist irgendwie, das habe ich eh schon 100 Mal passiert, das habe ich eh schon mal erzählt in dem Let's Play, glaube ich, mit dem Erz abbauen und so weiter, wo ich mich doch gar nicht ausgekannt habe in Classic halt, in Burning Crusade, als wir damals die Gilde gelieft sind, mitten im Raid, da waren wir bei Loot Reaver, also in TK, also beim Schulterboss. Und die Gilde damals war halt so schlecht, die wollte dann beinhart, dass jeder sich ein Addon runtergeladen hat. Das Addon hätte einem halt groß angeschrien bzw. gewarnt, wo der Einschlag halt hinkommt. Ich nehme meinen Wecker an. Wo der Einschlag von der Kugel hinkommt. Der Boss hat ja sonst keine Mechaniken. Der wirft so in Slow Motion so Kugeln raus und du musst halt ausweichen. Und die wollten damals halt den Addon dafür. Dann sind wir halt beinhart einfach rausgelieft. Mitten im Raid. Da ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben. Fällt mir gerade noch spontan irgendwas ein. Ich glaube, das waren so die witzigeren Sachen. Ansonsten mehrmals irgendwie so alte Exploit-Dinger, wo zum Beispiel im Priester gab es mal in Cutter auch einen Exploit, wo man Wände hochlaufen konnte. Und zwar hat man da bei so Wänden immer so gesucht, man ist so rangelaufen. Und ab und zu gibt es so bei einer Wand so ein Ding, da geht der Char so hoch, als ob er so hochportet kurz, so auf so einen Millimeter hoch. Ich finde es hier gerade zumindest nicht. Da war so eine Kante. Also im Endeffekt braucht man so eine Kante und wenn man dann irgendwie gelaufen ist, dann ist der Char auf einmal da, das zum Beispiel, seht ihr? Dann ist der Char auf einmal so hochgestackt und wenn man das erreicht hatte und sich Levitieren gebufft hat, dann konnte man einfach geradewegs alle Wände hochlaufen. Und da haben wir halt alles mögliche exploitet, haben wir dann sogar einen Bann bekommen für eine Woche. Aber haben sie damals noch ein bisschen durchgegriffen, als man noch nicht fliegen konnte und so weiter. Aber ich meine, ich hatte vorher schon ein paar Bans, aber das sind andere Geschichten für ein anderes Mal. Für Stream eher als für YouTube-Videos, weil YouTube-Video wird dann demonetarisiert. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe überall coole Erinnerungen und Erfahrungen gemacht. Es ist halt, ich steigere mich da nicht so rein wie viele andere halt. WoW ist halt das Spiel. Ich mag 90% von WoW, was halt drinnen ist und was man machen kann und was ich halt schlussendlich halt farmen kann oder halt sonst spielerisch machen kann. Und ich bin da irgendwie nie so, dass ich dann mich komplett reinsteige und da halt irgendwie komplett tilte, weil das passt gerade nicht und das passt gerade nicht oder so. Natürlich werde ich auch mad, weil ich halt sehr competitive bin. Wenn man mich sieht, wenn ich im Stream oder so Arena spiele, RPG spiele oder mich viel plus pushe oder was auch immer, natürlich werde ich auch mad. Das hat aber meistens nichts mit dem Spiel zu tun, sondern einfach nur halt, dass ich weiß nicht, ehrgeizig bin und halt frustriert bin, wenn ich halt irgendwas nicht schaffe, was ich mir gerade in den Kopf gesetzt habe. Aber ich würde sagen, das ist so eine gute Zusammenfassung von den Sachen, die ich halt schlussendlich jetzt gerade noch so in Erinnerung hatte, würde ich mal sagen. Ansonsten bleiben wir kurz bei einem anderen Thema und zwar beim Thema WoTLK. Das ist ja auch momentan noch ein großes Thema für viele. Wir haben ja gerade eben schon drüber geredet. Ich persönlich werde auch in Classic ein bisschen WoTLK spielen, also um das schon im Vorhinein klar zu machen. Kurz zuhören, wenn er das nicht schon macht. Und zwar, wir spielen in Burning Crusade gerade, beziehungsweise dann in WoTLK Classic spielen wir auf dem Server Everlook auf Seite der Allianz. Wir haben in Burning Crusade ganz bisschen Horde gespielt und spielen halt in WoTLK dann auf Seite der Allianz auf dem gleichen Server. Da haben wir schon eine Gilde, ich bin momentan Paladin, der ist jetzt, ich habe den sogar komplett gelevelt, nicht geboostet oder irgendwas, der ist jetzt glaube ich 61 oder kurz vor 62, habe jetzt schon glaube ich eine Woche oder so gerade nicht mehr gelevelt, habe hier noch Monate Zeit.
Und werden da ganz normal spielen. Hauptfokus liegt halt ein bisschen so auf den 10er Raids. Also werden wahrscheinlich nicht 25 anstreben, außer es ist jetzt so ein Hype da, dass Leute halt wirklich alle spielen möchten oder so, was ich weniger glaube. Aber so 10 Leute werden wir immer zusammenbekommen und dann werden wir halt so ein bisschen den 10er Content raiden halt. Und das ist eigentlich alles, was ich in WoTLK machen will. Vielleicht gehen wir ein bisschen Achievement farmen, dass wir halt sagen, dass ich entweder alleine Achievements farme oder dass ich überhaupt sage, keine Ahnung, wir machen halt im Raid Undying Achievement oder sowas. Das sollte für heutige Verhältnisse halt eh komplett free sein. Und dann können wir da halt den ganzen Stuff so ein bisschen mitnehmen. Aber mein Main-Fokus ist und bleibt Retail, weil ich das halt mehr mag, wenn sich das immer weiterentwickelt und mehr mag, wenn das halt neue Sachen sind, die ich schlussendlich erkunden kann. Aber WoTLK habe ich trotzdem Spaß, ist die eine der wenigen Expansions, wo ich sagen würde, das will ich jetzt persönlich sogar auch nochmal spielen halbwegs. Bei Burning Crusade und Classic war es so, ja, wie der Hype aufkam oder so, war es bei mir halt auch, ja, hatte gut Bock, dass ich halt sage, jetzt spiele ich halt ein bisschen, aber das war dann immer so nach ein, zwei Wochen weg. Bei WoTLK bin ich ein bisschen motivierter, weil es halt ein bisschen mehr zu tun gibt im Endgame, was halt in Burning Crusade zum Beispiel nicht der Fall ist, weil da ist halt nur Raid oder PvP und sonst gar nichts. Ja, Open World Content ist ja im Endeffekt nicht vorhanden, weil es ja auch noch keine Achievements und so weiter gab. Aber ja, da schauen wir dann, wie uns das gefällt und da kann man sich dann natürlich anschließen. Ansonsten, WoTLK haben sie ja schon gesagt, dass es einen Boost gibt, das heißt, wer nicht leveln will, der kann wahrscheinlich eher einfach bis 70 boosten wieder. Wird wahrscheinlich eh 90% von allen Leuten machen, tippe ich mal ganz stark, weil die wenigsten haben eh Lust zu leveln oder haben schon einen Char in der Burning Crusade selber. Ansonsten ist es, Alter, hier, achso, das ist wieder der eine. Ganze Zeit Leute im Questen hier. Ansonsten... Ja, für WoTLK haben sie jetzt gedatumined, dass schon der Beta-Server ab ist. Da haben sie auch schon in den Interviews gesagt, dass die Beta jetzt hier Richtung Juni, Juli abkommt. Das heißt, ich tippe mal, dass der Release irgendwann Richtung August, September so irgendwas um den Dreh sein wird für WoTLK, wenn ich mal schätzen würde. Würde ja relativ gut passen dann, wenn sie das alles zusammen verpacken. Und da kann man sich dann wahrscheinlich mit der Community ja ein bisschen so... Nostalgie-Flashes abholen, ein bisschen Dungeons laufen und so. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin kein Fan davon, dass sie den Dungeon-Browser nicht einfügen. Ich bin absolut kein Fan. Ich weiß nicht, also ich persönlich, meine, könnt ihr eure Meinung mal gerne in die Kommentare schildern. Für alle, die zum Beispiel jetzt aktiver Classic spielen, wäre es fast irgendwie relevanter, aber ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja jetzt über einen Monat hinweg, habe ich halt den Parler gelevelt und habe halt immer wieder auf Everlook halt, also die Suche nach Gruppe-Channels, sowie auf den ganzen anderen Servern. Und ich muss sagen, der Dungeon-Browser ist einfach irgendwas mega Angenehmes und ist halt einfach 100-mal irgendwie akzeptabler als die Alternative, weil ich finde daran nichts sozial, also ich sehe daran keinen sozialen Aspekt, wenn ich hergehe und sage, da ist ein Chat, also der /4-Channel und der scrollt durch wie wahnsinnig. Looking for Member Sklavenunterkünftung, Looking for Member Karte, Looking for Member Verkaufe Boost, bla bla bla. Und der scrollt die ganze Zeit durch. Und ich finde, das hat dann irgendwie nichts Soziales, wie sich viele immer einreden. Oh, das ist so sozial, da muss man sich mit anderen unterhalten. Das ist halt die Dungeons, die ich gemacht habe, das war halt ein kompletter Spam einfach. Irgendwo schaffst du es halt mal auf dem Spam halt drauf zu klicken und schreibst halt Inf. Dann lädt er dich ein, dann kannst porten, yep, stehen davor und dann wird kein Wort verloren und du ballerst halt durch. Also ich sehe da ehrlich gesagt persönlich keinerlei Unterschied zu der Dungeon Browser Experience. Das ist teilweise sogar noch unsozialer und ist einfach bei Weitem anstrengender, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie mit den Augen auf den Chat schauen muss, der halt durchscrollt wie wahnsinnig. Wenn du jetzt auf dem vollen Server bist, wie halt Everlook auf Allianz ist relativ voll und das, wie gesagt, das scrollt halt die ganze Zeit durch und du musst halt die ganze Zeit für dich irgendwas rausfinden, weil das suchen ja Leute auf Level 10, halt Leute für Deathmines und Leute auf 70 für Raid oder sonst irgendwas. Natürlich ist das randvoll, der andere will irgendwas verkaufen, weil sie halt da One-to-Sell drinnen auch noch machen, anstatt in den Handelschannel, weil Handelschannel ist ja eh komplett tot dort. Und ich weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie nichts Soziales und der Dungeon Browser gehört für mich zu WoTLK dazu, gerade weil WoTLK, du hast die Daily HC Dungeons, wo du sowieso nur durchrennst. WoTLK, ich weiß, Triggerwarnung für viele, die jetzt komplett Classic-Fanatiker sind, aber ich habe Classic, oder ich habe WoTLK alles gespielt, habe alles gemacht, WoTLK ist für mich in meiner persönlichen Meinung das casual-freundlichste Add-on, was es halt jemals gab. Es gab nämlich keinerlei schweren Content, abgesehen von Jog Plus 0 und LK25 HC. Ansonsten ist es halt einfach nur zum Beispiel Daily HC Dungeons. Ein Tank joint rein, pullt komplette Ini zusammen, bombt alles alleine weg. Die DDs kommen hinten und vorne nicht nach, weil der Tank so viel DPS drückt. Und ist halt schon wieder vorbei. Das gleiche ist halt mit den Raids dort auch. Die Raids sind komplett Easy-Mode. Wenn man das mit heutigen Dingern vergleicht,
Zum Beispiel das erste Raid-Tier mit Naxxramas, mit Opsi, mit Zartarion, beziehungsweise Maligos, nicht Opsi und Maligos, ist halt einfach auch komplett Baby-Mode. Da muss halt im Endeffekt halt auch überhaupt nichts machen dort. Die Bosse sind komplett undertuned. Jetzt ist halt die Frage, tunen sie dann nach oben? Muss ich mit ihr reden hier? Ich glaube. Tunen sie dann vielleicht nach oben, damit es ein bisschen interessanter wird. Ansonsten, wie gesagt, ist es einfach nur so ein Drüberfahren über die Bosse halt, wo halt nicht wirklich irgendeine Art von Mechanik notwendig ist. Einzige Mechaniken, die halt dann dazu kamen, war halt, wie gesagt, dann bei Uldur. Aber bei Uldur ist es halt auch wieder nur Yogg-Saron, der halt wirklich was drauf hatte. Die anderen waren halt auch wieder nur, ja, Tank in Spank zu 90% der Fights halt. Vielleicht noch, wer ist er nochmal? Thorim? Nein, nicht Thorim, Hodir. Hodir mit dem Eisboss, mit dem auch die Fläche laufen, war glaube ich auch schon die neueste Mechanik, die man irgendwie erlebt hat. Ansonsten vielleicht der Fahrzeugkampf, aber der war damals schon komplett free. Das ist halt einfach nur die richtige Rotation, oder die richtige Rotation. Es ist einfach nur den Zweierschuss einfach delayed anbringen. Sieht man ja, wir haben das in Time Walking zum Beispiel auch wieder gemacht. Diesem Time Walking war es halt auch relativ simpel dann wieder zu machen, und das, obwohl halt viele der alten Klassenmechaniken halt nicht mehr so drinnen sind, wie es damals war. Das einzige Witzige an Uldur zum Beispiel ist halt einfach das Hard-Mode aktivieren, wenn halt sagst, deine Leute haben jetzt ein bisschen Gear bekommen und kannst halt Hard-Mode aktivieren, wie zum Beispiel das Herz killen oder die Tower anlassen, ne, bei Flammen-Leviathan oder sonstige Sachen. Oder halt Hodir Speedkill, whatever. Das war dann vielleicht noch ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Aber alles in allem, wie gesagt, ich freue mich trotzdem drauf. Werde auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben, wo ich PvP auch dort spiele. Schauen wir, wie es mich dann schlussendlich überkommt. Und das kommt auch sehr, sehr stark drauf an, was dann in Shadowlands schlussendlich passiert. Season 4 sieht cool aus in Shadowlands, aber ist jetzt auch nicht so die Mega-Neuerung. Wird auf jeden Fall ein bisschen spielerischen Spaß bringen. Aber die Frage ist halt, das wird halt auch wieder stark abnehmen bei mir. Wahrscheinlich am Anfang relativ hyped und dann wieder weniger. Und dann ist ja die Frage, wann kommt das nächste Add-on? Wann kommt Dragonflight? Wann sind sie damit ready? Wir wissen ja zum Beispiel jetzt, dass sie das Novel, also das Buch für die Geschichte zu Dragonflight, gibt es ja wieder ein Buch wie jedes Mal, und da wird dann im Endeffekt ein Buch released und das kommt im November. Meistens waren die Bücher ziemlich nah an den Releases. Sie haben auch schon gesagt, dass die nächste Season, also Season 4 von Shadowlands, eine der kürzesten Seasons wird, die wir hatten. Da lässt sich halt rein interpretieren, was man will. Ist das jetzt die kürzeste Season von Shadowlands? Das heißt nämlich, sie ist trotzdem länger als alle anderen, die wir sonst haben. Oder ist es die kürzeste Season, die wir generell je hatten? Dann könnte es nämlich sein, dass es überhaupt nur 3 Monate oder so irgendwas um den Dreh ist. Weil ich tippe mal, die aktuelle Season wird irgendwann auch Richtung August enden, beziehungsweise August, September, sowas um den Dreh. Könnte sein, dass es, wenn sie wirklich, wirklich weit sind, wie sie in Interviews ab und zu gesagt haben, dass sie in der Entwicklung sehr weit sein sollen, könnte es sein, dass es ein Winter-Release wird, was ich zwar persönlich irgendwie hoffe, aber weniger glaube. Ich finde es halt immer noch sehr merkwürdig, ein Q1-Release zu ballern, beziehungsweise einen zweiten Quartal-Release, wenn dann drittes oder viertes Quartal ist eigentlich da, wo die Verkaufszahlen hoch sind. Also wer sich jetzt für Marketing oder so irgendwas interessiert, wenn man da jetzt statistisch gesehen einfach schaut, wann kaufen die Leute am meisten Stuff und so weiter, dann ist es niemals im ersten und zweiten Quartal eines Jahres, sondern immer im dritten und vierten Quartal. Vor allem viertes Quartal hat immer die höchsten Verkäufe, logischerweise Weihnachten und so weiter. Deswegen würde ich es auch sehr, sehr komisch finden, wenn sie sagen, sie gehen halt wirklich irgendwie für ein Quartal 1 oder Quartal 2 Release. Also entweder bilde ich mir fast ein, dass es September, dass es Dezember wird, oder alternativ wirklich erst im Sommer wird, was ich halt auch nicht glaube, aber man lässt sich überraschen. In der Zwischenzeit haben wir sicher noch einige Games, die releasen. Im Oktober, glaube ich, kommt irgendwann Sons of the Forest. Da habe ich auch noch mega drauf. Und ansonsten schauen wir einfach, was sonst so anstehen wird im Laufe des Jahres. Kommen ja auch noch die Game Awards und so weiter. Werden eh wieder zahlreiche Games angekündigt. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas Cooles. Was ich auch ein bisschen, ich meine, ich schweife gerade vom Thema ab, aber ich auch ein bisschen Hype drauf bin, ist GTA 6. Da haben sie jetzt auch gesagt, dass sie bald mal was ankündigen dazu und dass der Release irgendwann innerhalb der nächsten, also Rockstar selber hat gesagt, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre die Games releasen. Also schauen wir mal, ob sie sich dran halten oder ob das halt nur so ein Marketing ist, um ein bisschen Hype rauszubringen. Da werden wir dann schlussendlich, wow, wo kommen die ganzen Tiger her? Also ich schwitze hier bis zum Gehtnippe gerade vom Rechner, es hat hier irgendwie 40 Grad drinnen. Aber da bin ich natürlich auch noch sehr, sehr motiviert drauf, da habe ich natürlich auch noch immer ganz gut Bock drauf. Und da werden wir dann schauen, wie das schlussendlich aussieht. So, der Waschbär ist auch da. Der Waschbär ist auch mit am Start und dann schauen wir, dass wir hier gleich nochmal einen Briefkasten finden. Außer ich kriege die gute, wie heißt sie nochmal? Außer ich kriege die gute Kati nochmal ab, weil Ingenieurskunst habe ich leider nicht. Das heißt, ich kann leider keinen, jetzt kommt der andere Waschbär. Ich habe leider keinen, wie heißt's?
Ingenieurskunst-Skill, dass ich halt den Molly aufstellen könnte, weil ich glaube, in der Base gerade eben gab es keine. Ist das hier nicht der richtige? Ah, doch, jetzt. Okay, das hat ein bisschen gedauert gerade. Dann müssen wir einfach wieder zum Lager zurück, weil dann können wir uns noch die restlichen Briefe durchlesen. Ansonsten, die Woche haben wir jetzt nicht so mega viele Neuigkeiten. Ich meine, es sind so ein paar kleinere Neuigkeiten, was jetzt irgendwie Patch 925 betrifft, aber da ist auch noch nicht so viel durchgesickert. Wir haben nach wie vor das ganze Magna-System, die Dungeons, die dann da sind, also die Mythic Plus Season. Wir wissen noch nicht, wie der neue Season-Fix aussieht. Das wissen wir momentan auch nicht. Da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, was da dann schlussendlich kommt. Und ja, ansonsten bleibt es dann einfach ein Abwarten. Was halt interessant ist, ist, dass sie gesagt haben, dass 925 unabhängig von Season 4 erscheint. Das heißt, Patch 925, ich tippe mal, dass er noch so 4 Wochen auf dem BTR sein wird und dann wird er wahrscheinlich eh schon live gepusht werden. Das heißt, sehr, sehr viele Twink-Vereinfachungen wieder am Start. Für alle, die halt noch irgendwie das ein oder andere, den ein oder anderen Content machen wollen. In Shadowlands ist das natürlich ganz, ganz geil, wenn man da mit Twinks noch ein bisschen leichter an Gear kommt und halt Gear Progression hat. Es gibt außerdem halt recht coole Dinge, was man machen kann, wie zum Beispiel, dass, wie gesagt, es sind alle 3 Raids aktiv und dadurch, dass alle Raids aktiv sind, haben wir was sehr, sehr Cooles, und zwar, wenn man alle 3 Raids in dem neuen Modus in normal macht, dann kriegt man am Ende die Schleimkarte. Wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, da gab es ja ein Voting von Blizzard selber, was für einen Mount ihr euch wünschen würdet, was halt gratis ist. Und da haben sie 3 Mounts entwickelt und eine Mount davon war ja der Baum. Also dieser Baum, den man reiten kann, den gab es ja dann gratis für alle Spieler. Und da haben sie auch noch 2 andere Mounts gehabt, und zwar einmal das, oder waren es 4 überhaupt? Es war einmal das Buch kam ja dann für den Magierturm, wenn man die verschiedenen Challenges macht, und die Schleimkarte gab es ja auch noch, und die Schleimkarte, wir wissen zwar noch nicht, wie sie aussieht, bin sehr, sehr gespannt, aber die Schleimkarte gibt es, wenn man diese Raids auf normal macht, und das finde ich halt wieder cool, weil das ist irgendwie ein lustiger Stream-Content, weil normale Raids sind jetzt nicht so schwierig, das ist relativ leicht zugänglich für die meisten Spieler, und dann kann man da halt einfach die ganzen Raids auf normal durchballern und kann halt mit der Community diese Schleimkarzen-Ding immer veranstalten, was ich halt persönlich sehr, sehr cool finde. Und ich glaube auch irgendwie, dass die Schleimkarte nach dem Addon nicht mehr verfügbar sein wird, weil ich glaube nicht, dass es den Modus noch gibt, wenn das Addon schlussendlich vorbei ist. Also ich tippe mal, dass das irgendwie ein einzigartiges Mount sein wird. Gleich wie das Mount vom Jailer, wenn man ihn momentan im HC legt, kriegt man ja auch ein Reittier. Keine Sorge, das bleibt auch noch in 925. Das heißt, das kann man sich dort auch noch holen. Haben wir wieder ein paar Kleinigkeiten, die man sich dann schlussendlich halt freischalten kann, wo es sich halt nochmal lohnt, ein bisschen reinzuschauen und ein bisschen reinzuschwitzen schlussendlich, weil der aktuelle Patch macht halt eh gut Laune, gerade, also die Cast City gerade noch, gerade jetzt mit den Tiersets und so weiter ist wirklich, wirklich lustig zu spielen. Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr hyped, was dann schlussendlich noch im neuen Patch drinnen sein wird. Aber das werden wir dann, das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Das wird ja noch ein Weilchen dauern wahrscheinlich. Wie gesagt, ich tippe mal so auf 4 Wochen um den Dreh rum, bis schlussendlich der Patch dann soweit ist, dass er halt released wird. Aber wie gesagt, Season kommt ja dann noch nicht. Das heißt, mit dem Patch sind erstmal so ein paar Twink-Vereinfachungen dabei, wo man dann halt mit den, ich weiß nicht, mit seinen Twinks halt kann man, glaube ich, überhaupt bis 65 Renown hochkaufen. Es gibt noch mehr Ruhm jetzt über alle möglichen Quellen. Alle Torghast-Wings sind offen. Das heißt, wenn man irgendein spezifisches Legendary farmen will, kann man das machen. Man kann die ganzen Charges jetzt von dem, wie heißt er nochmal, vom Katalyst, also wo man die Setteile herstellt, da kann man die ganzen Aufladungen kann man einfach behalten. Das heißt, alles, was man jetzt halt behält, kann man dann nächste Season automatisch. Das, ihr müsst jetzt nicht irgendwie zwangsweise jetzt eure Aufladungen sparen. Nein, keineswegs. Denn sie haben das auch noch gebufft diese Woche. Jetzt kriegt man alle vier Tage gibt es jetzt schon eine Aufladung für den Katalyst, also um Tierset-Teil umzuwandeln oder für Transmog zu gehen oder was auch immer. Das heißt, da könnt ihr jetzt schon bei weitem schneller den ganzen Stuff machen. Und ja, wahrscheinlich geht es dann in den nächsten Wochen halt immer schneller und schneller und dann hat man da eh kein Problem. Es gibt nämlich auch mit 925 keine Tierset-Tokens mehr, sondern es gibt nur noch ganz normalen Gear-Drop. Das heißt, wenn man diese Raids macht, die sie ja überarbeitet, wo so ein neuer Fix an ist, dann kriegst du halt einfach 285, 290, 300 Item-Level. Zum Beispiel eine Brust, eine Hose oder sonst irgendwas. Und wenn du sowas kriegst, kannst du einfach in Tierset umwandeln und dann hast du einfach ein höheres Item-Level. Das heißt, sie brauchen in dem Sinne da gar keine Tierset-Tokens, die man dann irgendwie ein bisschen aufwendiger farmen müsste oder sonst irgendwas, sondern du kriegst halt ein Teil, zack, kann ich umwandeln, fertig.
Dann haben wir, wie gesagt, auch noch die ganzen Münzenwender und so weiter. Also der nächste Patch ist sehr stark darauf ausgelegt, dass man wirklich schnell an Gear kommt. Das heißt, für alle, die halt irgendwie noch diese ganzen, ja, zeitlich limitierten Sachen abholen wollen, können das natürlich dann easy peasy alles noch holen, weil sie halt schneller an Gear rankommen, damit sie halt irgendwie die ein oder andere Challenge, wie zum Beispiel Jailer HC oder sonst irgendwas noch schaffen. Wobei, Jailer HC ist jetzt aktuell 270, wenn man dann zum Beispiel sagt, man hat 300 Item-Level, dann dürfte das ja sowieso kein Problem mehr sein. Da wird man dann eh komplett drüber stompen mit noch besserem Gear. Vor allem, weil man noch leichter an seine Best-in-Slot-Items kommt, weil man halt diese Coins hat. Jeder kommt halt an seine Bisswaffe ran, jeder kommt an die anderen Sachen ran. Dann gibt es auch noch irgendwie so Tokens, die in den Raids droppen. Mit den Tokens kannst du das Gear überhaupt noch weiter aufwerten dann. Das heißt, wenn ich da irgendwie HC reingehe und im HC regelmäßig cleare, dann kriege ich von jedem Boss so einen Splitter. Und wenn ich diesen Splitter habe oder genug von den Splittern habe, dann kann ich es halt auf Mythic aufwerten oder sowas in der Art. Das heißt, dann kann ich halt beim Vendor zum Beispiel 285er Chaves kaufen, also die Waffe von Kael Tusaad, wenn ich die haben will. Und dann kann ich die halt mit den Splittern dann noch weiter aufwerten, dann habe ich dann eine 300er Waffe und so um den Dreh. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr leicht sehr viel Gear, was natürlich sehr, sehr cool ist. Achso, ich kann den nur im Kopf schießen, ja. Was natürlich sehr, sehr geil ist. Freue ich mich persönlich, wie gesagt, sehr, sehr stark drauf, aber freue mich natürlich auch auf alle anderen Dinge. Ich bin halt gespannt, wann sie halt irgendwann Richtung Beta pushen, beziehungsweise Alpha erstmal für Dragonfly. Da würde ich natürlich auch gerne die ein oder anderen Neuigkeiten drüber sehen. Beziehungsweise würde ich mich halt generell freuen, wenn sie die Skilltrees mal posten würden, damit Fanseiten wie Wowhead und Co. so ein Calculator halt machen können, wo man sich mal so den Skilltree, so ein Baseline so ein bisschen rumklicken kann und schauen kann, was man da schlussendlich zusammenstellen könnte. Das haben sie ja gesagt, dass sie das noch relativ fix mal machen wollen. Und da wäre ich, wie gesagt, auch noch gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. So, jetzt schauen wir, ob wir hier noch einen Briefkasten finden oder ob die gute Karte schon wieder ready ist. Ne, warte mal, die hat 3 Stunden Cooldown. Haben wir hier irgendwo einen Briefkasten? Ansonsten mache ich mich ganz kurz auf die Suche nach rein, damit wir die restlichen Zuschauerfragen ja auch noch ganz schnell beantworten können. Ah ja, in der Tat. Okay, das ist ein Briefkasten. Okay, die Genio-Briefkasten habe ich noch nicht so oft gesehen, glaube ich. Das mit den Serverhoppern hatten wir. Kampf aus der hatten wir auch. Monkika von der zerschmetterten Sonne. Hey Shyami, erstmal danke für deinen tollen Content. Ich habe damals zu PC den Titel von der zerschmetterten Sonne freigespielt. Ich habe dann nach WOTLK pausiert und kann ihn jetzt nicht mehr auswählen. Weißt du warum? Ich habe keine Ahnung. Sicher, dass du den hast? Ich meine, ich wüsste nicht. Ich meine, er kostet nur noch 1000 Gold, ist ja heutzutage eh nichts mehr. Aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht mit dem jeweiligen Charakter halt schauen, hier bei den Titeln, ob du ihn dann drinnen hast oder nicht. Ansonsten wüsste ich es leider nicht. Welcher Beruf stellt Kettenrüstung her? Das ist nach wie vor Lederverarbeitung. Ich habe in deinem Stream Time Walking Black Temple gesehen. Hast du Tipps für ein Time Walking Gear für Jäger als Neueinsteiger? Ich meine, Time Walking Gear ist immer relativ. Time Walking Gear ist halt für Neueinsteiger das Herz, den Hals von Azeroth freispielen aus Battle for Azeroth und dafür ein paar Essenzen organisieren, den Umhang aus Battle for Azeroth freispielen, also den Legendary Umhang mit dem Main Start Brock, und ansonsten sind das halt hauptsächlich Sockel-Items aus zum Beispiel Siege of Orgrimmar, und dann gibt's, ich weiß gerade auswendig die Seite nicht mehr, aber es gibt ein vielleicht wenn du es googelt ein bisschen, es gibt eine komplette Time-Walking-Community in WoW, die da komplette Biss-Listen und alles zusammengeschrieben haben von Gear, das man vielleicht da von damals hatte oder dass man auch jetzt noch kriegen kann. Da gibt es so Alternativen, wo man durchschauen kann. Wenn das jemand hätte, können das sonst gerne in die Kommentare reinposten. Das ist ein bisschen ja, die kleine Zusammenfassung. Sagen wir so, Hals von Azeroth, dann Legendary Cape aus BFA kann man beides noch holen und dann halt, wie gesagt, ein bisschen Sockel-Items aus zum Beispiel Siege of Orgrimmar oder sowas, wäre halt der einfachste Part. Was glaubst du, warum will Blizzard mit dem Cross-Faction gehen? Ich hoffe, dass es irgendwann nahtlos einfach übergeht, aber damit das nahtlos übergehen könnte, müssten sie fast das komplette Game reworken und ich weiß nicht, ob es ihnen das wert ist, zumindest währenddessen sie noch Activision Blizzard King sind, vielleicht dann unter Microsoft, wenn sie da vielleicht mehr Ressourcen für haben. Xireon, Legion Klassenmount. Hey Shyami, meine Frage dreht sich um Legion Klassenmounts. Kann man die in Shadowlands noch freispielen? Ja. Außerdem wollte ich dir für deine Videos danken. Ich feiere dich abnormal. Macht mega Spaß, dir beim BG-Commentary oder Let's Play zu sehen. Und deine Guides haben mich sehr viel weitergebracht. Also nochmal ein dickes, fettes Danke. Mach weiter. Also vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Klassenmounts nach wie vor gleich freizuspielen wie in Legion. Nur, dass man jetzt nur noch einmal die Küste durchquesten muss. Und mit den anderen Chars braucht man nur noch die Ohrensalen-Kampagne und die eine Quest gibt es dann noch direkt zum Annehmen. Ich glaube, Champion der Legionsrichter ist sie.
Flair-Reta. Let's Play! Hey Xiaomi, erstmal danke für die guten Videos. Freue mich montags immer aufs Let's Play. Eine Frage, wieso kommt nur eine Folge in der Woche? Fände zwei die Woche echt cool, da ich es mehr als Podcast beim Level nutze. Aktuell schaue ich mir dein Krieger-Let's Play von 2014 an, damit ich was zum Schauen habe nebenbei. By the way, du sahst damals richtig fresh aus. Ja, da hatte ich noch volles Haar. Mach weiter so und bleib wie du bist. Vielen Dank. Ich habe das schon mal ausprobiert, oder wir haben das damals mal ausprobiert mit zwei Let's Plays zeitgleich, aber im Endeffekt hat dann ein Let's Play mal ein bisschen mehr gelitten als das andere. Das heißt, das andere dann hat nicht so viele interessiert. Dann war immer schwer, Themen halt irgendwie so zu halten, dass es halt interessante Themen hat, das Let's Play. Und dann im Endeffekt war es halt immer nur Probleme. Deswegen habe ich das so, dass wir dann nur eine Folge pro Woche haben. Und dafür haben wir immer die aktuellsten Themen der Woche meistens mit drin oder allgemeine Gespräche. Kleine Ständchen aus dem Paulanergarten. Ansonsten vielen Dank für die ganzen Briefe dieses Mal. Wenn ihr wieder Fragen habt, könnt ihr jederzeit gerne auf dem Server Rexa oder Leria einen Briefchen an den lieben Galadro schreiben. Ansonsten lasst es hier gut sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.